Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Unboxing-Video für euch, aber keins aus dem Abo, sondern von einer extra bestellten Box. Sie kam heute bei mir an und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sie heute ankam, weil ich auch schon ein bisschen drauf gewartet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich zeige sie euch erst einmal. Es geht nämlich um die Glossy Box X Barbour Edition. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen. Barbour Edition, genau. So sieht sie einmal aus. Glossy Box X Barbour Edition. Richtig, richtig cool. Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass diese gelauncht wurde. Schaut mal, wie schön die erstmal aussieht. Ein mattschwarzer Umkarton bzw. eine mattschwarze Box mit goldenem Aufdruck. Ich finde, das matcht super, super toll zusammen. Auf der einen Seite steht dann natürlich auch Glossy Box drauf. Und auf der anderen Seite natürlich Barbour. Barbour ist eine super Firma, die ganz tolle Pflege und ja, Kosmetika herstellt. Ich kenne Barbour jetzt schon länger. Ich benutze vor allen Dingen auch sehr, sehr gerne zum Beispiel die Ampullen von Barbour, die Vitaminampullen oder auch die Glow-bringenden Ampullen. Und ja, die haben so schönes Öl auch fürs Gesicht zum Abschminken. Hyöl oder Haiöl, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau betitelt wird. Und ja. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, es soll jetzt um diese schöne Box gehen. Wie gesagt, ich habe sie extra auf der Seite der Glossy Box bestellt. Ich habe es hier auch noch mal einmal auf dem Handy drauf. Und da haben wir dann einmal das Schätzchen abgebildet. So sieht sie im Online-Shop aus. 45 Euro kostet sie. Sie hat aber einen wesentlich höheren Wert als die 45 Euro, da bin ich mir sicher. Barbour ist nämlich nicht gerade sehr günstig, aber super, super toll. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was sich da drin befindet, dann bleibt jetzt dran und wir öffnen sie gemeinsam. Ich freue mich sehr. Als erstes nochmal einmal der Deckel. Da steht nämlich eingestanzt With Love Barbour und oben das Glossy Box Zeichen drauf. Von der Innenseite sieht sie einmal so aus. Auch richtig schön designt. Das matcht alles so toll miteinander. Eine goldfarbene Schleife und auch das Glossy Box X Barbour Magazin liegen dann einmal drauf. Und das ist gleichzeitig der erste Blick in die Box. Und das sieht ja schon super edel, elegant, hochwertig und glänzend aus. Jetzt öffnen wir erstmal die Schleife, das Seidenband. Und ich hole mal das kleine Magazin raus. So sieht dieses dann einmal aus. Und auch da, finde ich, haben die sich wirklich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Ich schaue da jetzt aber noch nicht rein, weil ich habe auch noch gar nicht reingeschaut. Für mich ist es auch eine totale Überraschung. Und das lege ich zur Seite. Die Preise blende ich euch, wie ihr es auch schon kennt, oben oder unten ins Video ein. Hier ist jetzt nochmal ein Sticker mit dem Glossy Box Symbol drauf. Das öffnen wir jetzt auch mal einmal. So. Und wow. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Okay. Die ist prall gefüllt. Schaut mal. So sieht das Ganze einmal aus. Jetzt erlebt ihr mich echt sprachlos. Und ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Und hier ist als erstes mal ein Barbour Behandlungsgutschein im Wert von 10 Euro drin. Gültig bis zum 31.12.2021. Also da hat man auch genug Zeit zu. Und bei allen Barbour Kosmetikinstituten und Spas kann man den dann einlösen. Es ist allerdings ein Mindestbuchungswert von 30 Euro. Dann werden die 10 Euro am Ende abgezogen. Finde ich aber trotzdem eine super, super schöne Sache. Und ne, wer braucht denn nicht Pflege und wer mag sich denn nicht verwöhnen lassen? Finde ich eine schöne Sache. Werde ich mal schauen, wo das bei mir in der Nähe ist und ob das bei mir in der Nähe ist. Und jetzt kommen wir zu den Produkten.
Und als allererstes sehe ich hier einen kleinen Karton. Und da freue ich mich so sehr drüber. Barbour Minimal Effort Maximum Results. 3 Ampullen sind da drin. Und so sehen sie einmal aus. Wirklich, wirklich toll. Ich liebe diese Ampullen. Wenn ihr die benutzt, nachdem ihr euer Gesicht gereinigt habt, die dann aufbrechen tut, falsches Deutsch, also die dann aufmacht und auf euer Gesicht das Serum verteilt, das mit einem Jade-Roller oder einem anderen beliebigen Roller, es gibt ja auch Massageroller und so, einrollt in die Haut, ist das so ein super, super tolles Ergebnis. Ein wirklich schönes Produkt. Sehr gut. Schade, ich habe mir jetzt nichts beigelegt, sonst hätten wir das Ganze auch mal testen können. Aber da berichte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von diesen Ampullen. Toll, ich freue mich, ich bin gerade richtig sprachlos. Jetzt sind hier noch so schöne Produkte drin. Als zweites sehe ich hier einen länglichen Stift. So sieht das Ganze einmal aus. Und was ist das denn Schönes? Mal schauen. Das ist ein Eyeshadow Pencil in der Farbe 03 Green. Also ein schönes Dunkelgrün ist das. Und was steht da noch drauf? Das. Wie funktioniert das denn? Ach, das ist so ein Powder Puff Eyeshadow. So eine Spitze hat der nämlich, wie so ein kleines Schwämmchen. Und dann kann man das hier hochdrehen und so kommt die Farbe dann raus. Und man kann das direkt aufgeben. Ich schau mal. Muss man wahrscheinlich erstmal ein bisschen drehen. Okay, das funktioniert jetzt gerade irgendwie nicht so, muss ich ehrlich sagen. Was ist da denn mit los? Ach, ich habe totalen Schwachsinn geredet. Es gibt die nämlich zum Drehen, wie ich schon gesagt habe. Aber dieses Mal ist es nicht zum Drehen, sondern es ist ein Stift. So sieht es einmal aus. Und der Powder Puff Applikator ist zum Verteilen auf dem Augenlid gedacht. Ich mal ein kleines Herz hier für euch. Oh, eine tolle Farbe, eine wirklich tolle Farbe. Ja, so kann man sich dann doch versehen. Es gibt so schöne Produkte von Barbour. Und so sieht das Ganze einmal aus. Ein richtig schönes, tiefdunkles Grün. Auch schon so ein bisschen Anthrazit. Und das kann ich mir super vorstellen. Da sind nämlich so kleine Sparkles drin, so kleine Glitzerpigmente. Die sind wirklich, wirklich richtig schön. Aber für mich auch eine totale Neuheit, dass es die jetzt auch als Stift mit Applikator gibt. Ich kannte den nur zum Rausdrehen. So lerne auch ich immer wieder was Neues. Das ist das zweite Produkt der Barbour Box. Womit machen wir jetzt weiter? Machen wir damit weiter. Ich habe hier einen Creamy Lip Color Lipstick Rouge La Vraise oder so ähnlich. Extra pflegender Lippenstift mit optimalen Full-Effekt. Da schauen wir doch mal nach, was das ist. Man hat es, glaube ich, auch schon in der Sneak Peek gesehen. Ja, und das ist so ein cooles Design. Schaut mal. So sieht der einmal aus. Richtig schön. Der hat hier so eine goldfarbene Halterung, nenne ich es mal, dran. Und ein spiegelndes Design. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So sieht es einmal aus. Vorne steht dann auch nochmal Barbour eingestanzt. Und da bin ich persönlich ganz gespannt drauf. Den kann man aber ganz normal rausziehen und hochdrehen. Und die Farbe, schaut mal, so schön.
Das ist eine tolle Farbe, ein schöner Mauve-Tone. So Mauve-Tone. Richtig toll. Auch den swatche ich mal. Und der ist sehr cremig. Richtig toll. Der hat nämlich ein glänzendes Finish, was mir auch wieder optimal gefällt. So kann man ihn dann wieder reindrücken. Es hat gerade nochmal einmal Klick gemacht. Und so sieht das einmal aus. Das ist einmal der Eyeshadow oben natürlich und darunter das kleine Herz. Das ist dieser Mauve-Ton und wirklich richtig schön. Gefällt mir optimal. Wirklich, wirklich toll. Allein das Design. Ich bin total begeistert. Ich liebe Barbour einfach. Ihr merkt es, glaube ich, auch schon. Jetzt sind hier noch 3 Produkte drin. Ach so, und es sind bis jetzt alles so Full-Size-Größen. Der Stift und auch der Lippenstift. Bei den Ampullen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, weil das dort, glaube ich, so Testpakete sind. Die gibt es aber jeweils dann auch in groß zu kaufen. Jetzt machen wir weiter mit Dr. Barbour Pro AHA Peeling Overnight Serum. Aha, das ist auch sehr interessant. 15 Milliliter Inhalt hat das Ganze. So sieht es einmal aus. Und da schaue ich hinten nochmal. Das ist ein AHA Peeling, was man praktisch über Nacht einwirken lässt. Und dann kann man das am nächsten Tag abwaschen und hat dann gleichzeitig so eine Pflege über Nacht und ein Peeling am Morgen. Das machen wir doch mal auf. Da bin ich nämlich auch gespannt, weil das kenne ich auch noch gar nicht. Ich weiß wohl, dass Barbour sehr pflegende Produkte macht. Und da ist immer wirklich auch eine Pflegewirkung da. Machen wir mal auf. 15 Milliliter Inhalt. Hier kommt als allererstes einmal eine kleine Anleitung mit. Und dann kommt einmal Dr. Barbour Pro AHA Peeling Overnight. AHA-Säure ist da drinne. Mit so sieht das einmal aus. Und ich glaube, da braucht man auch wirklich nur eine ganz geringe Menge von. Da steht nochmal drauf, Gesichtspeeling. Ja, mehr steht da auch schon gar nicht drauf. Also es wird praktisch aufs Gesicht aufgegeben, über Nacht draufgelassen und am nächsten Morgen kann man es dann abwaschen. Okay, sehr schön, freue ich mich. Wir haben so tolle Produkte hier drin und der Wert ist schon längst übertroffen. Also der eigentlich bezahlte Wert ist Minimum wieder raus. Jetzt habe ich hier noch ein Dr. Barbour Hydrocellular Hyaluroncreme drin. Auch 15 Milliliter Inhalt, 24 Stunden Moisturizing, Depot-Effekt, also speichert die Feuchtigkeit für 24 Stunden in der Haut. Mit Hyaluronacid und Hydrei-Peptiden für Smooth Skin and Supple Skin. 15 Milliliter. So sieht es einmal aus. Eine silberfarbene Verpackung. Auch das holen wir da mal raus. Ne? Ich bin ja auch schon ganz gespannt. Kenne ich nämlich auch noch nicht, diese Creme. Ich kenne wohl von Barbour eine Tagespflege. Die hatte ich auch schon mal in der Box drin. Aber nicht bei Glossybox, sondern bei Barbara Box, meine ich. Ist noch gar nicht so lange her. Und das sieht ja auch richtig cool aus. So sieht das einmal aus. Wirklich sehr interessant. Gefällt mir super, super gut. Und ja, ich habe ja keine Schminke in meinem Gesicht und genau deswegen, weil ich nämlich mir schon gedacht habe, da kommt bestimmt ein pflegendes Produkt, was wir mal zusammen testen können. Und wieso nicht das Hyaluronsäure-Serum? Ich nehme mal meine Haare aus dem Gesicht und dann kann ich es euch auch gleich zeigen. Hat hier so einen ganz kleinen Mini-Applikator dran. Das gebe ich mir jetzt mal, ja, jetzt schmeiße ich es schon weg, einmal auf. Ich nehme auch jetzt erstmal nur ein wenig,
weil ich weiß, Barbour-Produkte sind sehr, sehr ergiebig. Und das ist einmal so eine weiße Creme, so ein weißes Serum. Da nehme ich jetzt mal meine Finger zu, gebe das mal ins Gesicht. So. Und hier noch ein bisschen verreiben. So. Jetzt, es riecht nach nichts. Kenne ich von Barbour aber auch schon. Ich mache es auch mal auf die Augenlider, soll man ja nicht in die Augen cremen, aber obendrauf mache ich das immer gerne. Und das fühlt sich super schön an. Total pflegend. Wirklich, wirklich richtig toll. Sehr, sehr schön. Jetzt ist hier gerade wohl was runtergetropft, das habe ich gar nicht gemerkt. Das nehme ich jetzt mal in die Handinnenflächen. Und ja, wirklich auch kein pappiges Gefühl, kein klebendes Gefühl. Ein leicht warmes Gefühl, aber das kann jetzt auch durch die Reibung im Gesicht kommen. Also jetzt noch so einen kleinen Roller zum Einmassieren benutzen. Perfekt. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Produkt, aber beim größten Produkt. Ich lese nämlich schon 200 Milliliter. Und was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Barbour Cleansing Thermal Tonic Essence Water. Essence Tonic Thermal. For every skin types, also für jeden Hauttypen geeignet. Und das ist ein Thermal Tonic, also ein Thermalwasser. Sehr cool. So sieht das einmal aus. Eine riesengroße Verpackung. Meine Hand. Und da ging mal so die Verpackung riesig. Kenne ich auch noch nicht. Bin ich auch gespannt. Aber Thermalwasser ist ja super, super gut für die Haut. Und das sieht auch noch mega gut aus. Das hat nämlich einen Pumpspender. Schaut mal. Und so eine große Flasche ist das. Sehr, sehr schön. Toll. Das probiere ich sehr, sehr gerne aus. Nach der Hautreinigung kann man das dann nämlich verwenden immer. Tonisierendes Gesichtswasser für jede Haut steht da nochmal drauf. Und das pflegt also wirklich optimal. Toll. Ich bin total begeistert. Die Box gefällt mir zu 100% und ich kann sie euch auch echt zu 100% weiterempfehlen. Sehr cool. Wir schauen jetzt mal nach, was die Produkte kosten, weil das möchte ich jetzt auch wohl gerne mal wissen. Und da haben wir einmal das Thermaltonic. Damit fängt es an. Das kostet 24,90 Euro. Stolzer Preis, aber auch ja guter Inhalt. Dann haben wir einmal den Eyeshadow Stick, den ich so erfolgreich versucht habe rauszudrehen. Also er ist nicht zum Rausdrehen, ihr wisst Bescheid, er ist zum Abziehen als Stift. Und da gibt es nämlich drei verschiedene Möglichkeiten. Ein dunkelbraun, einen so einen Karamellton und ein grüner Ton. Grün passt bei mir sehr gut, weil ich grünbraune Augen habe. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht an dem Beauty-Profil auch so ein bisschen orientieren. Der kostet auf jeden Fall 18,90 Euro. Das finde ich auch schon einen stolzen Preis. Aber die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir das Overnight Peeling, das ist ja dieses hier mit AHA-Säure, das kostet auf 20 Milliliter, nee Moment, stimmt gar nicht, auf 15 Milliliter 20,70 Euro und als Originalprodukt kostet das Ganze 69 Euro. Heftig, aber bestimmt gut, freue ich mich aufs Testen. Dann die Dreier Ampullen Beauty Effect Set. Das war ja das Set vom Anfang. Das kostet, so wie kann man es auch wirklich kaufen, 15,67 Euro. Finde ich auch wirklich toll, dass sie das da reinpacken. Auch mit so vielen verschiedenen Sachen. Da gibt es auch dann auch nur die Variante von. Aber man hat ja alle drei Barbour Ampullen zum Testen drin.
Dann haben wir das Hydrocellular Hyaluroncreme Serum. Das kostet auf 15 Milliliter, wie wir es hier auch haben, 19,20 Euro. Und als Originalprodukt mit 50 Millilitern kostet das 64 Euro. Aber es macht ein sehr angenehmes Hautgefühl. Ich glaube, die Haut wird auch schon so leicht rosig. Das gefällt mir auch echt gut. Und zum Schluss haben wir ja noch den super, super schönen, eleganten Lippenstift. Und das ist Creamy Lip Color. Ich weiß gar nicht, welche Farbe. Ich habe hier die Nummer 01. Und bin auch sehr froh darüber, dass ich die 01 habe. Weil da gibt es nämlich 5 verschiedene. Wobei jeder von denen ist wirklich schön als Ton. Hier unten, da ist es einmal gelistet. Das sind die verschiedenen Varianten. Und hier auf der anderen Seite, wo mein Finger jetzt ist hier, da könnt ihr die verschiedenen Eyeshadow Pans sehen. Ich bin auch ganz froh, dass ich den grünen gekriegt habe, weil er halt, glaube ich, auch wirklich am besten zu mir passt. Ja, ihr Lieben, das war dann die Barboy Edition. Ich schaue noch mal einmal. Nein, ich habe nichts vergessen. Es liegt nur noch das Krisselpapier drin. Wir haben auf jeden Fall einen erstaunlich hohen Wert. Den Gesamtwert blende ich euch jetzt hier noch mal einmal ins Video ein. Und was soll ich sagen? Lieblingsprodukt kann ich gar nicht sagen. Ich finde die alle toll. Das Hyaluronsäure-Serum oder diese Hyaluronsäure-Creme, die ich drauf gemacht habe, die fühlt sich super, super toll an. Gefällt mir auch schon richtig gut. Aber mir gefällt wirklich alles. Ich wünsche euch jetzt einen ganz tollen Tag. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Eure Miri. Tschüss.